Gleiche. Lassen Sie uns ein neues Thema anschneiden. Hamburg ist ja, wie wir im Film gesehen haben, Umwelthauptstadt 2011. Woran erkennen wir heute, dass Hamburg diese Auszeichnung verdient hat? 2011 haben wir ja noch nicht, sondern wir haben 2009. Das heißt, wir müssen uns noch sehr anstrengen, diesem Titel gerecht zu werden. Die Europäische Union hat unter 34 Bewerberstädten Hamburg ausgewählt für diesen Titel für 2011. Einmal, weil die Europäische Union gesagt hat, das, was wir schon gemacht haben im Klimaschutz in den letzten Jahren, ist vorbildlich, immer verglichen mit anderen Metropolen. Man misst also nicht am Idealstandard, sondern was machen andere Metropolen, andere europäische Großstädte, ist vorbildlich. Und das, was wir vorhaben, einige Dinge habe ich genannt. Wie bitte? Das, was Sie gemacht haben, können Sie da Beispiele nennen? Also wir sind zum Beispiel in der energetischen Sanierung von Gebäuden sehr weit. Über 200.000 Wohnungen sind bereits schon etwa energetisch saniert worden. Damit liegen wir, man muss immer gucken, prozentual zur Einwohnergröße im europäischen Vergleich sehr gut. Was die Wasserqualität angeht, von Alster über Elbe, liegen wir in der Wasserqualität sehr gut, um mal einige Beispiele zu nennen. Auch die Wasserstoffbusse, die etwas im Film ironisiert worden sind, sind im europäischen Vergleich, sind wir in diesem Bereich weit vorne. Und dazu kommen die Pläne, die für die nächsten zwei Jahre eine Rolle spielen und das Langfristziel. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es ist ja nicht immer der große Wurf, sondern viele kleine Dinge. Wir haben zum Beispiel in der Koalitionsvereinbarung CDU und Grüne vereinbart, dass wir sagen, wir setzen auf Wachstum. Aber Wachstum, also auch neue Gebäude, die gebaut werden, darf nicht weiter zur Flächenversiegelung führen, damit also das Regenwasser nicht mehr ins Grundwasser reingehen kann. Also Wachstum aus ausgewählten Gebieten, dort alte Gebiete sozusagen regenerieren, neu gewinnen für Baugebiete oder Gebiete, die jetzt schon genutzt werden, umzunutzen, intensiver zu nutzen, um weitere Flächenversiegelung zu vermeiden. Auch da hat die Europäische Union gesagt, dass wir im Vergleich mit anderen Großstädten da ein hervorragendes Ziel und hervorragende Ideen haben, um das zu machen. Aber nochmal, das ist nicht das große Programm, idealtypisch. Also ich habe eine Vision und Sie messen das nur an der Vision, sondern Sie messen es an vielen kleinen Schritten in der Addition verglichen mit anderen europäischen Metropolen. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar ist das der autofreie Sonntag. Wir haben ja auch im Film gesehen, dass eben viele Leute nichts vom autofreien Sonntag wissen. Warum meinen Sie, ist das so? Weil er freiwillig ist. Was freiwillig ist, nimmt man vielleicht zur Kenntnis, aber wer sich generell vielleicht wenig da in dem Thema angefasst fühlt, setzt sich damit nicht auseinander. Und wir hatten an den autofreien Sonntagen, die es gab, zwar immer noch Freiwilligkeit, aber sagen wir auch deutliche Einschränkungen des Autoverkehrs, um eine größere Information zu erreichen. Nur erzwingen können Sie es nicht, rechtlich geht es nicht. Also Sie können nicht sagen, ich verbiete den Leuten, Auto zu fahren. Das geht rechtlich nicht. Sie können es nur freiwillig machen. Nur Sie können die Straßenbenutzung so einschränken, dass es die Freiwilligkeit etwas, wie soll ich das sagen, mit sanftem Druck erhöht wird. Aber nochmal, ich kann Ihnen einzeln nicht sagen, warum manche Menschen nicht alles wissen. Das weiß ich auch nicht so genau. Die Lektüre von Zeitungen lässt leider Gottes nach und solchen Dingen. Es ist nun mal so. Wann ist denn ein autofreier Sonntag erfolgreich? Ich denke, erfolgreich ist er dann, wenn er verglichen mit nicht autofreien Sonntag eine enorme Reduktion des Autoverkehrs hat. Ich würde sagen, die Marge liegt so bei 50%. Wenn Sie also eine Reduzierung des normaltypischen Sonntagverkehrs um 50% und mehr haben, glaube ich, ist es ein Erfolg. Bis dahin ist es ein Hinarbeiten auf den Erfolg. Aber noch einmal, Sie können es nicht erzwingen. Das geht rechtlich nicht. Wenn hier kein X von U Form machen, das geht nicht. Nebenbei, ich weiß nicht, ob das Thema noch kommt, da war ich etwas überrascht, da ist gesagt worden, hat Moorburg genehmigt. Es war rechtlich nicht zu verhindern. Jetzt will ich nicht für die Grünen reden, das müsste Frau Heidrock, meine Kollegen von den Grünen, kann es Ihnen wahrscheinlich besser erläutern als ich. Aber nach den gültigen Gesetzen ist der CO2-Ausstoß kein Versagungsgrund für Kraftwerke. Kann man sagen, das beklage ich, man muss die Gesetze ändern. Aber das Bundesemissionsschutzgesetz sieht alle möglichen Sachen vor, Schwefel, Stickoxide und. Aber der CO2-Ausstoß ist kein Verhinderungsgrund eines Kraftwerks. Darum kann man tausendmal sagen, ich will es verhindern. Es geht rechtlich nicht. Können Sie die Qualität der Hamburger Radwege beurteilen? Also wenn Sie eine Notenskala wollen, Schulnoten von 1 bis 6, würde ich sagen, liegt die bei 4 und überhaupt nicht befriedigend. Denn ich sehe das selber, auch wenn ich zu Fuß gehe oder wenn ich mit dem Auto fahre, dass teilweise die Radwege ohne Ankündigung auf der Straße münden, dass wir gerade im innerstädtischen Bereich eine ganz schwierige Situation haben, teilweise der Radwege auf Kopfsteinpflaster fahren müssen, was eine Zumutung ist und teilweise die Radwege sehr, sehr schlechten Zustand sind. Also allenfalls eine 4, darum ja auch dieses Radwegeprogramm mit dem hoffentlich zu erreichenden Ziel, das erheblich zu verbessern. Wie wollen Sie denn die Hamburger dazu motivieren, dass sie eben mehr Fahrrad fahren oder ihr Fahrrad mehr benutzen? Einmal zeigt die Erfahrung anderer Städte, wenn sie das Radsystem, das Fahrradsystem
das Fahrradwegsystem so ausbauen, dass die Radfahrer das Gefühl haben, auch ohne Risiko verletzt zu werden, Fahrrad zu fahren. Also eigene Wege haben oder es auf den Straßen so abgezeichnet ist, dass sie keine Gefahr ausgehen, dass die Akzeptanz erhöht wird. Dann wird jetzt, das verspätet sich leider ein bisschen von Monat zu Monat, aber es wird ja in der ersten Jahreshälfte noch kommen, wollen wir ein Fahrradleihsystem entwickeln, gemeinsam mit der Bahn, wo sie also sehr, sehr unkompliziert im Bedarfsfall Fahrräder ausleihen können, was einige Städte schon haben. Und ich glaube, dieses ein gutes Radwegsystem und Fahrradleihsystem wird eine ganze Menge brauchen. Wird eine ganze Menge bringen. Ja, Sie sprachen dieses Radwegeprogramm an. Können Sie das noch mal kurz konkretisieren? Wie wird das aussehen? Vielleicht mit ein paar Daten? Also ich muss sagen, ich habe hier ein paar Unterlagen. Ich weiß noch nicht alles auswendig. Das Ziel ist, 15 Kilometer neue Radwege zu bauen und das bestehende Radwegenetz nach einem Prioritätenkatalog, das festgestellt worden, wo sind die am schlechtesten, in den nächsten Jahren zu reparieren. Das ist das Grundsystem, das dahinter steht. Und ein Netz zu schaffen, was auch Radwege, Netze über lange Verbindungen schafft. Also nicht Inseln zu schaffen, wo sie, was weiß ich, im Kernbereich Wandsbeks ein gutes Fahrradsystem haben, aber da nicht rauskommen, sondern die Radwege wirklich vernünftig miteinander zu vernetzen. Das ist die Grund die dahinter steht. Aber die genaue Streckenführung, bitte ich um Gnade, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Was halten Sie von dem Vorwurf, dass die klimapolitischen Maßnahmen der Stadt nur Werbung seien? Das finde ich ungerecht, weil wir, wie gesagt, ich habe ja einige Beispiele aufgezeigt. Das Ganze ist relativ teuer. Es liegt im dreistelligen Millionenbereich, was dafür ausgegeben wird. Und das ist da keine Werbung. Also wenn ich meinetwegen mit der Handwerkskammer abmache, dass ich aufsuchende Arbeit mache, um Leute zu überzeugen, sich vernünftig zu verhalten, wenn ich Kredite gewähre, damit Wohnungen vernünftig wärmeisoliert werden, dass wir mit der Reederei und der Hafenwirtschaft versuchen, in Hamburg eine Stromversorgung der Schiffe zu machen, die über Landstromversorgung geht, dass die teuren Diesel oder die russenden Diesel nicht mehr laufen müssen bei Kreuzfahrtschiffen, das hat mit Werbung wenig zu tun. Also das sind ja konkrete Maßnahmen. Ja gut, danke schön für das Gespräch. Gern geschehen, ja. Damit auch nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Interviewpartner. Und jetzt, Herr von Beust, würde ich gern zu Ihnen kommen. Wir haben ja vorhin schon gehört, Klartext, ein Projekt für Jugendliche, um Ihnen auch wirklich näher zu bringen, dass es sich lohnt, auch mit an der Politik teilzunehmen. Was halten Sie von diesem Projekt? Ich finde es eine interessante und einen neuen Weg, den man geht. Nebenbei auch gerade für die Körperstiftung. Wenn man ehrlich ist, neigen wir ja dazu, Stiftung, Politik, das ist immer so ein Bereich von ein paar hundert Leuten, die sich alle kennen und kochen teilweise sehr im eigenen Saft. Mit viel guten Willen, das ist ja nicht böswillig, aber mit sehr viel auch, man trifft eigentlich immer die gleichen Leute. Und zu sagen, wie kann ich neue Leute interessieren, wie kann ich Themen mit kritischen Fragen aufbereiten und so vielleicht ein Grundinteresse für Politik oder für die Wesen der, für die Zukunft der Stadt zu entwickeln. Das ist ja, letztlich geht es um die Zukunft, wie Hamburg aussehen soll. Ich finde es ein interessanter und guter Weg. Gerade auch hier im Publikum, habe ich vorhin auch schon erwähnt, sieht man ja, dass der Großteil wirklich Schüler und Schülerinnen sind und Sie mittendrin. Ist das für Sie ein gutes Gefühl, auch mal diese junge Generation zu erreichen? Ja, schon, aber es ist auch keine Ausnahmesituation. Also ich diskutiere häufiger mit Schulklassen oder in häufiger Diskussion an der Universität. Also es ist nicht so, dass man nur unter sich ist, sondern auch mit jüngeren Leuten redet oder jungen Leuten redet. Das ist wiederum keine Premiere. Gut. Sie als erster Bürgermeister, was würden Sie dann unseren Schülern und Schülerinnen mitgeben, wenn sie dann das Gebäude hier später wieder verlassen? Ich will ja niemanden belehren, aber ich finde, jeder sollte sich fragen, wie möchte ich ganz persönlich in 20 Jahren leben und wie möchte ich, dass meine Mitmenschen in 20 Jahren leben? Wie stelle ich mir vor, meine Heimat, wie soll sie in 20 Jahren aussehen? Und wenn man sich darüber Gedanken macht, sich dann überlegen, welchen Beitrag kann ich dazu leisten, dass sie so aussieht, wie ich es möchte. Das heißt, nicht alles auf mich zukommen lassen und sagen, es kommt, wie es kommt, ich kann eh nichts ändern, sondern für mich selber und auch meine Mitmenschen Ziele zu entwickeln und dann Strategien zu überlegen, wie ich die Ziele erreiche. Das können bestimmte Projekte sein, wo ich mich kurzfristig engagiere. Das können Verbände, Vereinigungen, Parteien sein, wo ich mich langfristig engagiere. Das kann sein, dass ich ein Ziel habe, wo ich denke, ich muss noch mehr darüber lernen und wissen, um dann Strategien zu entwickeln, aber sich selber zu beteiligen. Denn die Zukunft ist so, wie man sie selber mitmacht und das nicht anderen zu überlassen. Es ist ja nun doch aber so, dass viele in unserem Alter auch gerade denken, Politik, große Welt, großes Thema, was habe ich eigentlich damit zu tun? Ich kann eh nichts ändern, ich kann eh nichts beeinflussen. Wo würden Sie sagen, nein, so ist das nicht, sondern gerade ihr könnt was beeinflussen?
natürlich, wer sich nicht engagiert, kann auch nichts beeinflussen. Aber gerade da im Moment, da das Engagement nicht so groß ist, wie es vielleicht schon mal gewesen ist, kann man umso mehr beeinflussen, weil es gerade wenige tun. Und das, ich würde immer, aber das muss jeder für sich selber wissen, ich glaube, es bringt wenig, sich stundenlang den Kopf einzuschlagen wegen großer Weltanschauungen, die sehr abstrakt sind, sondern überlegen, da wo ich wohne, meinetwegen in meiner Schule, was kann da besser werden? Oder wie Sie angesprochen haben, die Fahrradwege zu meiner Schule sind meinetwegen schlecht, wie zwiebel ich jetzt Kommunalpolitiker oder mache eine Initiative, dass sie besser werden? Oder es gibt zum Beispiel Schulen, die sich sehr engagiert beteiligen an Wettbewerben in Sachen Klimaschutz. Ich habe da Schulen besichtigt, die sind Patenschaften eingegangen mit Firmen vor Ort. Die Firmen haben gesagt, wir sponsern das. Und Schule haben selber gefragt, was kann ich konkret in meiner Schule für Klimaschutz tun? Also nicht sagen, Politik, du musst, Wirtschaft, du musst, sondern an meiner Schule sehen, was ich machen kann. Also würde ich relativ klein anfangen, wenn man da auch am ehesten die Erfolge sieht als im Großen.